Hallo, wir hatten telefoniert wegen dem Probearbeiten. Ja, hallo. So, hast du bis jetzt ausgeliefert, Pizza ausgeliefert? Nee, oder noch nicht, irgendwo das wäre als Pizzabote gearbeitet? Nein. So, dann können wir eine Probearbeit mit dir machen. Ja. Dann gucken wir mal, wie das ist bei Ihnen. Dann gleich kommt so eine Tour, da fährst du die mal aus, ja? Okay. Wenn du willst, wir haben. Du hast ja kein Auto, du kannst dann. Ist ja hier in der Ecke, du kannst mal mit der Fahrrad mal losgehen, ja? Alles okay. Klar. Die Adresse steht drauf, Portemonnaie hast du da. Ja. An der Kunde immer bitte lächeln, ja? Mhm. Okay? Alles klar. Viel Spaß erstmal. Nimmst du das bitte mit? Ja. Okay? Gut. Okay. Toi, toi, ja? Danke. Immer gerade halten die Pizza, ja? Bitte gerade halten. Ja. Und dann sollte ich auch direkt was ausliefern. Und da habe ich mich schon gewundert, dass man das mit dem Fahrrad macht. Also, die hätten mir ruhig ein Moped geben können. Ich meine, einen Rollerführerschein habe ich ja. So geht es nicht. Anscheinend mit den Auslieferungen kann man vergessen. Du kannst drinnen Telefondienst machen. Okay. So, das Pizza ziehe ich von deinem Lohn ab, ja? Heute Abend. Okay? Okay. Okay. Dann sollte ich diese Pizzen, die mir da runtergefallen sind, auch noch bezahlen. Das ist ja eine richtige Unverschämtheit, ehrlich. Naja gut, aber ich habe mir dann gedacht, sagst du mal lieber nix, weil ich wollte ja auch noch den Job da, ne? Jetzt wirst du bitte als Telefonist hier drin arbeiten. Gehst du am Telefon? Sagst du, Pizza Figaro, guten Abend. Immer lächeln am Telefon. Ja. Freundlich sein. So, Adresse nachfragen, Name nachfragen. Und was die für eine Produkt bestellt. Pizza. Da stehen jeweils die Nummern, die schreibst du dir auf. Ja. Und sagst den Kunden, ob das eine kleine Pizza, normale oder große. Ich guck mir das mal an, wie du das machst, ja? Ja. Alles klar, halbe Stunde ungefähr. Tschüss. Ja. Ja. So, was soll ich jetzt sagen dazu? Wieso? Ich sag nur eins. Warst du zufrieden mit dir selbst? Ja, natürlich. Nein, ich war nicht zufrieden. Warum? Erstmal die Nummern fragen bitte, habe ich dir auch schon mal deutlich gesagt. Ja. Okay, wo du das aufgelegt hast. Ja, tschüss. Das geht nicht so einfach. Tschüss. Schönen Abend wünschen und so weiter. Mhm. Ja? Kannst du mal einzeln sagen, was das ist? Ich kann deine Schrift überhaupt nicht lesen. Ja, Tagliatelle. Kannst du selber lesen? Ja. Okay, erklär mal bitte, was Tagliatelle das ist. Tagliatelle Figaro mit Schinken. So, jetzt guckst du mal bitte, welche Nummer das ist. Suchst du mal bitte aus. Ja, das ist das Problem. Stell dir vor, das wären mehrere Anrufe hier. Und wir würden so mit dem Mist hier stehen. Dann würden wir Kunden sagen, hör mal, wir sind nicht in einer halben Stunde da, sondern in zwei Stunden da. Okay. So, ich werde dir erklären, wie das geht. So, wenn du am Telefon bist, zum Beispiel, das ist der, was hast du gerade gesagt? Tagliatelle Figaro. Okay, das ist die Nummer 67, ja? So wird es jetzt gemacht, ab sofort, ja? Auch wenn du am Telefon bist, fragst du bitte nach Nummern. Wenn du nicht kannst, nicht so eine Kriegelkragel hier, sondern guckst du dir das an. Wenn du die Kunden von der Kunden die Bestellung angenommen hast, heftest sie hier ein und gibst sie hier vorne an den Jungs ab. Da war ich schon sauer. Die wollte ich schon erst rausschmeißen, aber ich habe gesagt, lass ihr mal noch eine Chance. Ich möchte bitte eine Pizza Salami. Eine Pizza Salami, natürlich. Klein, normal oder groß? Klein. Eine kleine? Ja. Wunderbar, kommt sofort. Ich wollte sie dann unterstützen und bin dann rein und habe mir eine Pizza bestellt. Und habe sie dann beim Chef ganz doll gelobt. Ich hatte gehofft, dass er dann merkt, was er für eine tolle Mitarbeiterin hat. Sie haben aber freundliches Personal. Ist ja eine nette Mitarbeiterin. Danke, freut mich zu hören. Ja, die ist freundlich, ja. Die ist auch, sie hat auch die erste Tag heute. Oh, ja. Da haben sie aber in Schwarze getroffen. Ja, muss man mal noch gucken.
Was war dann falsch? Figaro, Macaroni war falsch, Sie haben was anderes bestellt, ja? Und die Pizzen waren falsch. Es tut mir sehr leid, dann werden wir das jetzt alles korrigieren. Was wollen Sie haben, bitte? Ich schreibe das mal auf, bitte, schnell, ja? Dann ging alles knallauffall. Dann hat sich jemand am Telefon beschwert, da wären die falschen Nummern aufgeschrieben worden und die hätten das Falsche geliefert bekommen. Und da habe ich gedacht, oh Gott, das gibt hier gleich wieder Stress. Hier brennt echt jetzt die Luft. Es tut mir sehr leid, ja? Okay, danke. Ciao. So, was soll das sein, bitte? Das hat er doch gesagt. Du hast ja gerade gesagt, dass du aufgeschrieben hast. Ja, habe ich. Ja, du hast auch nicht gut zugehört. Du schmeißt die Pizza runter, willst ausfahren? Jetzt bist du am Telefon dran und nimmst nur Scheiße. Frag doch mal 10 Mal. Ich habe dir schon mal gesagt, höflich sein und die Nummern bitte. Die Nummern hast du auch nicht gefragt. Ja. Deswegen ist sie durcheinander hier. Ja, was soll ich mit dir machen jetzt? Ja, komm, ich gebe dir letzte Mal Chance. Letzte Chance, ja bitte. Und dann rief da einer an, total böse. Er hätte die falsche Lieferung bekommen und so. Hallo, was kann ich denn dafür, wenn die in der Küche die Fehler machen? Hast du die Bestellung angenommen? Ja, kann sein. Ja, was soll das bitte? Du hast ein paar Mal jetzt... Es tut mir sehr leid, Sie kriegen jetzt sofort einen neuen Pizza, ja? Kommt ihr selber bei den Chef, mal Leute, die Deutsch verstehen oder so. Was soll das? Du kannst nicht ausfahren, du kannst kein Telefon, du kannst die Bestellung nicht annehmen. Es tut mir sehr leid. Gib das Kuli her, nimm deine Jacke, ciao, auf Wiedersehen. Als Kunde kann ich dich gerne sehen, aber als Mitarbeiter, tut mir leid, kann dauernd nicht vergessen. Okay. Such dir einen neuen Arbeit. Ja, danke. Tschüss. Meine Pizza dann haben wir auch immer. Ja, was ist denn mit Ihnen, die Dame? Ich werde in diesem Laden bestimmt keine Zukunft haben. Aber ist auch nicht weiter schlimm, weil wo solche Kunden hingehen, da will ich nicht arbeiten. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Bitte schön. Ich habe eine Frage. Ich bin momentan auf Jobsuche. Und wollte deshalb fragen, ob Sie vielleicht irgendwie eine Stelle für mich hätten. Mhm. Haben Sie denn Erfahrung in der Wäscherei? Haben Sie schon mal ja, ich habe schon in der Wäscherei gearbeitet, ja. Habe da gebangelt, gebügelt, die ja. Wäsche gewaschen und getrocknet. Ja. Ja, alles was halt dazu ja, gehört. Ja, so für Hemden könnten wir eventuell noch eingebrauchen, aber es ist ja nur eine Teilzeitarbeit, also kein ja, ist ja schon mal besser als nichts. Ja, ja. Ja, wenn Sie Zeit haben, können Sie ja mal ein bisschen arbeiten, dann gucke ich mir das mal an, was Sie so drauf haben. Ja. Viertelstunde oder so. Okay. Und dann schauen wir ja, mal. Ja, natürlich. Jetzt sofort? Ja. Ja, wenn Sie Zeit haben. Ja, natürlich. Kommen Sie mal durch. Ich brauche jetzt einen Moment. Nee. Ne? Tschüss. Tschüss. So. Ja, aber hier komme ich nicht durch. Da kommen Sie nicht durch. Nein. Dann kommen Sie aber sicher hier durch. Ja, das passt. Danke. So, dann darunter. Du kannst nicht beide gleichzeitig drücken. Entweder Dampf oder abziehen. Das geht ja nicht. Das ist ja ganz sinnlos. Wie beim Auto. Kupplung und Gas. Das ist ja kein Auto. Das ist ja ein Dampfbügeltisch. Man kann, okay. Und da fährst du ja auch nicht beides. Bremse und Gas zusammen machst du auch nicht, ja, das oder? Ist ja, ja. Also, Kupplung das ist, und Gas. Nein, ja. Das geht nicht. So, und jetzt bügeln wir das fertig. Jetzt gehe ich meinen Laden bedienen und dann kannst du das mal fertig machen, ja? Okay. Ich komme in 10 Minuten wieder, ja? Alles klar. Da werde ich mich echt bemühen, weil den Job, den will ich auf jeden Fall haben. Passt das hier jetzt nicht? Ich muss doch da drauf. So kann ich den Arm noch nicht bügeln. Dieser Ärmel, der wollte einfach nicht drauf. Und da muss ich dann halt ein bisschen mehr körperlichen Einsatz machen. Also das war irgendwie so ein Billighemd, so ein Billigstoff oder so. Erst sind dann die Knöpfe abgeflogen und dann ist das auch noch eingerissen. Och. Ja Gott, hat halt keine Knöpfe mehr. Aber jetzt kriegst du mich drauf. Gucken wir mal, was du gemacht hast. Mhm.
Ja. Oh, was ist das? Was ist das? Das ist ein Muster. Das ist verbrannt, Mädchen. Das ist verbrannt. Was hast du gemacht? Zerrissen, verbrannt, die Knöpfe weg? Wo sind die Knöpfe? Die waren da gar nicht dran. Wie können denn Knöpfe abgehen beim Bügeln? Wie geht denn sowas? Die waren da ja auch gar nicht dran. Die waren da gar nicht dran. Hier liegt ja zum Beispiel einer, der ja dazugehört, ne? Was ist das? In Gottes Namen. Also da könnte ich dich nicht gebrauchen hier. In keiner Weise. Absolut nicht. Der Kunde würde jetzt bestimmt über 100 Euro verlangen, weil das ja immer Designerhemden sind. Das geht in keiner Weise. Schrecklich, nein. Such dir einen anderen Job, ja? Also hier bist du nicht geeignet für, okay? Okay. Alles klar. Dann will die mir da einen erzählen, das wäre nicht der richtige Job für mich. Die steht ja auch nur vorne und nimmt da immer die Waren an. Die weiß doch auch nicht, was da hinten passiert. Also die kann das hundertprozentig nicht besser. Hallo, Marianne. Hallo, Dumme. Erzähl, wie war's? Hast du den Job? Nee, das ist gar nicht so gut gelaufen. Die haben mich irgendwie direkt an so einen scheiß Bügeltisch gestellt und ich sollte Hemden bügeln. Direkt am Anfang Hemden bügeln, weißt du? Und dann hat die mir das noch nicht mal richtig gezeigt und dann ist natürlich wieder was schiefgegangen. Hast das auch wieder versaut? Das ist echt scheiße. Was willst denn du demnächst mal machen? Und mit Geld ist jetzt auch nichts. Wie willst du deinen Papa finden? Ah ja, meinst du, es gibt jetzt keinen mit der Vatersuche oder was? Aber ich hab mir doch so Mühe gegeben, Mann. Ja, ohne Geld geht das aber nicht, oder wolltest du trampen? Nee. Ja, keine Ahnung, ich gehe jetzt gleich erstmal zu Mama. Ja, dann komme ich auch dahin. Alles klar, dann bis gleich. Tschüss. Ich war schon echt deprimiert, dass das mit dem Probearbeiten alles schief gegangen ist.